Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe über IT-Sicherheit. Wir haben bereits über die gesetzlichen Anforderungen gesprochen und haben die Einzelschritte eines Informationssicherheitsmanagementsystems besprochen. Die Frage, die sich uns Lieferanten jetzt stellt, ist allerdings, wie können wir denn unsere Kunden unterstützen, die kritische Infrastrukturen betreiben? Zu dem Zweck folgen wir nochmal den Schritten eines Informationssicherheitsmanagementsystems und nehmen zu den einzelnen Schritten Stellung. Der erste Schritt in einem ISMS ist eine Investition. Und es ist keine große Überraschung, dass wir Lieferanten es lieben, unsere Kunden bei Investitionen zu unterstützen. Klar, wir liefern Produkte und Systeme und Dokumentation der IT-Sicherheit. Der zweite Schritt in einem ISMS ist die Aufstellung eines Inventars. Wir kennen Inventare. Im Zusammenhang mit IT-Sicherheit ist allerdings nicht die körperliche Bestandsaufnahme von Interesse, sondern hier geht es um die Summe aller enthaltenen Informationen und die Art der hiermit zusammenhängenden Kommunikation. Um das noch besser zu illustrieren, lade ich Sie auf einen Exkurs ein. Denken Sie doch mal das folgende Szenario mit mir durch. Sie haben ein tolles, neues Auto und fahren es stolz. Und dann bekommen Sie einen Brief und in dem Brief steht, Sie sind 25.000 Kilometer gefahren, kommen Sie am Dienstag doch zur Inspektion vorbei. Und darüber freuen Sie sich und fahren am Dienstag hin. Sie setzen sich in das Auto zeigt Ihnen das Datum, Radio an. Sie werden daran erinnert, dass Sie sich anschnallen müssen. Sie schnallen sich an, Sitzheizung, weil draußen ist es kalt, Außentemperatur 4 Grad und Sie fahren zur Inspektion. Und das ist das Szenario. Betrachtet aus Perspektive der IT-Sicherheit hat ein Auto Informationen und eine Kommunikationsschnittstelle. Es weiß, welches Datum es ist. Es kennt Ihren Namen. Es hat einen Sensor im Sitz, der geeignet ist, festzustellen, ob Sie auf dem Sitz sitzen und der womöglich imstande ist, mit Kenntnis des heutigen Datums eine Zeitreihe über den Verlauf Ihres Körpergewichtes anzufertigen. Das Auto kennt die Außentemperatur und im Zusammenhang mit der Verwendung der Sitzheizung kann dieses Auto eigentlich einen Rückschluss auf den Zustand Ihrer Lendenwirbelsäule schließen. Das ist möglich. Aber wir wissen nicht, ob es das tut. Und in diesem Zusammenhang wird Dokumentation erforderlich. Eine Dokumentation, die wir mit unseren Lieferungen für kritische Infrastrukturen schon immer übergeben. Datenpunktlisten, einmal bitte alle Informationen, die in diesem Produkt enthalten sind, alle Kommunikationsschnittstellen, alle Wege der Kommunikation, Protokolle bitte einmal aufschreiben und deren Abschaltbarkeit. Und das ist eine Perspektive, die man auf ein Auto haben kann, die sehr stark von IT-Sicherheit geprägt ist und die uns jetzt zurückführt zu der Frage, was ist denn ein Inventar im Sinne der IT-Sicherheit? Es ist eine Dokumentation. Einmal bitte alle Datenpunkte und Informationen in diesem Produkt, einmal alle Wege der Kommunikation und Verarbeitung und die Abschaltbarkeit. Der dritte Schritt im ISMS ist die Bearbeitung der in Komponenten der IT enthaltenen Risiken. Wir Lieferanten kennen die Risiken, die in unseren Komponenten und Systemen existieren. Und wir sind imstande, wenn wir es auch nicht eilig damit haben, diese Risiken zu benennen und unseren Kunden, den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, bei der Errichtung ihrer eigenen Risikobeurteilungen zu helfen. Wir wissen, wie man unsere Sachen angreifen kann. Aber das Risiko, was in einer kritischen Infrastruktur tatsächlich existiert, ist nicht nur abhängend von Produkten. Ein Lieferant kann diese Risiken nicht alle erfassen. Wir bauen die schönste und sicherste Anlage und unser Kunde stellt sie an die Abbruchkante von Sylt. Das ändert das gesamte Risikogefüge und das Risikomanagement. Die Beurteilung und Kenntnis der tatsächlichen Risiken in einer kritischen Infrastruktur liegt immer beim Betreiber. Insofern können wir helfen, selber übernehmen die Arbeit, können wir aber nicht.
So, jetzt sind die Risiken bekannt und gewichtet. Jetzt ist es Zeit für Maßnahmen. Maßnahmen, um diese Risiken abzusichern. Die Frage, die sich uns stellt, ist, welche Maßnahmen können wir als Lieferanten denn jetzt unterstützen? Und los geht's immer mit Training. Welcher Form Training? Das Szenario ist, ich besuche Sie, wir haben Konferenzgespräch und ich vergesse auf Ihrem Konferenztisch einen USB-Stick. Darauf steht 256 Gigabyte und der leuchtet blau. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Stick es innerhalb von einer Woche in Ihr System schafft? Diese Frage beantwortet man mit ordentlichen Prozessen und mit Awareness und mit Training und Training und Training. Und dieses Training kann man tatsächlich von extern beschaffen, sich bei einem Lieferanten holen. Jetzt liefern wir Ihnen Komponenten der IT und die werden in Betrieb genommen. Und viel später erfindet jemand eine Angriffsmethode gegen diese Komponente, die es vorher nicht gegeben hat. Davon erhalten wir Kenntnis. Und diese Kenntnis dürfte Sie als Betreiber tatsächlich sehr interessieren. Und hier reden wir tatsächlich von Benachrichtigungen zu Sicherheitsschwachstellen. Die Kenntnis von Sicherheitsschwachstellen führt dazu, dass man in Form von Workarounds oder von Softwarekorrekturen, die gemeinhin Patches heißen, die Situation absichert. Wir müssen also imstande sein, Patches zu liefern. Die letzte Kategorie der sichernden Maßnahmen ist der Umbau. Eine Umbaumaßnahme zur IT-Sicherheit hat ein sehr breites Spektrum und kann beginnen bei einer neuen Stahltür und endet bei super anspruchsvollen Funktionen der IT-Sicherheit, die wir im nächsten Video besprechen werden. Aber bis dahin beziehen wir uns hier drauf auf Lieferungen, Produkte, Systeme, Training, Dokumentation und Umbaumaßnahmen als das Mittel der Zusammenarbeit zwischen Betreibern von kritischen Infrastrukturen, zwischen Lieferanten und den Sublieferanten. EcoStruxure ist eine offene, kompatible, IoT-fähige Architektur von Schneider Electric. Sie steht für Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit, optimale Vernetzung und IT-Sicherheit.